Hallo. Hier ist wieder Schoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der Mark Hagen. Hallo zusammen. Ja. Wir haben heute den 5. Januar und am 5. Januar haben wir wieder ein berühmtes Geburtstagskind. Und das da wäre... Am 5. Januar 1968 hat der DJ Bobo Geburtstag. René Baumann, wie er mit richtigen Namen heißt. Bürgerlichen Namen. Ja. René Baumann. René Baumann. Und mit René verbindet mich etwas. Bin mal bei René aufgetreten. Also bei DJ Bobo. Bei DJ Bobo aufgetreten in der Show. Da war ich Gastrapper. Ja. Wie? Moment mal. Da warst du... Da war ich Gastrapper. Kam das an dem Tag zustande oder bist du vorher irgendwie eingeladen? Na, man muss dazu sagen, ich habe mal eine Zeit lang Hip-Hop gemacht in einem Studio. Also ich war Rapper. Echt? Ich habe so ein bisschen Deutsch-Rap gemacht. Kannst du immer noch? Ja, so ein bisschen. Mach mal. Nein, das will ich erst die Geschichte zu Ende erzählen. Entschuldigung. Und da kam DJ Bobo eines Tages nach Koblenz und hat dann da seine Color the Planet Tour gemacht. Und DJ Bobo hat jedes Mal einen Gastrapper engagiert, der mit ihm zusammen auf der Bühne ein Lied rappt. Und da hast du mitgemacht? Und da bin ich ausgewählt worden, ja. Da durfte ich mit ihm ein Lied. Achso, ich dachte, der hat dich aus dem Publikum geholt und hast Nein, das war im Vorfeld schon klar. Ne? Echt? Der hat dich ausgesucht? Wir bekamen die Anfrage halt. Es gab in Neuwied nicht so viele Rapper. Also von daher der war in Neuwied? Der war in Koblenz. Achso, Koblenz, okay. Da. Und ja, und dann sind wir dahin und war ganz schön. Also ich habe ihn auch persönlich kennengelernt, also vor der Show und so. Und das ist ein ganz netter. Ja, ich habe ihn auch in Interviews schon gesehen. Echt total, schon super gesehen. Im Umgang mit seinen Leuten, echt total kollegial. Ich die Musik von ihm finde ich ziemlich... Nö, die ist kacke. Die Musik ist kacke, kann man sagen. Aber er ist ein super Typ. Und was hast du da gerappt? Respect Yourself. Kannst du was rappen? Also Respect Yourself? Oder? Egal was, irgendwas rappen. Kannst du was rappen? Ja, wir haben leider keinen Beat, sonst hätte ich ganz gerne. Diese Beats mit euch zu muten und Statistiken und Statuten, denn sie kommen von den guten Menschen, Raps zum Verbluten, im Haus meistens, dass ich, wenn ich dissen will, die Fresse zum letzten Abend mal, dass ich nicht bezahle und so weiter. Ich hab's verlernt. Was war das denn jetzt gerade? Ich habe mich nicht mal verstanden. War voll schnell. Ja, du warst auch zu schnell. Ich hab keinen Takt gehabt irgendwie, ich wusste gar nicht, worauf du hinaus willst, aber ja, egal. Mhm. Krass, der Mark Hagenbeck kann ja rappen. Hammer, ja. 5. Januar, ist ja mal ein bisschen verquatscht. 5. Januar 1527 in Zürich wurde da Felix Manz durch Ertränken hingerichtet. Felix Manz gilt seitdem als der Märtyrer der Täuferbewegung. Oh. Hm? Durch Ertränken ist ganz schön doof. Durch Ertränken, das ist eine ganz schön miese Kiste. Ja, genau. Also das ist, eine Wasserkiste. Puh. Ja. Genau, das war 1527 am 5. Januar. Aber am 5. Januar, außer DJ Bobo und Felix Manz, war noch was? Nee, eigentlich nicht. Aber wir haben einen Fakt des Tages. Und zwar, Roboter können den Rubik-Würfel in nur einer Sekunde lösen. Wow, das wird ziemlich schnell, ne? Also damit gibt es Roboter, die den halt halten können scheinbar. Hm? Und dann machen sie frrrrrp und dann war's das. Ja. Ich nehme an, die müssen den erstmal von allen Seiten scannen, damit sie wissen, wo welche Farben liegen, klar. Und dann, also innerhalb von einer Sekunde, es ist natürlich schon, also das muss ein robuster Würfel sein. Weil ich wollte gerade sagen, der muss ja relativ schnell gedreht werden. Krass, was er da aushalten muss. Mhm. Ob das so richtig ist, wer weiß das? Wer weiß, wer das wieder recherchiert hat? Nein, da hat die Redaktion ja mal wieder... Naja. Aber angeblich können die Roboter innerhalb von einer Sekunde. Ja. Also es existieren Roboter, die das können angeblich. Ja. Ja, das war der Fakt des Tages und der 5. Januar. Ich sage bis zum 6. Januar. Cheerio, Miss Sophie, wir sehen uns. Bis bald, ciao.